herzlich willkommen zum nächsten Part. Ocean is Safe mit unserem neuen Projekt. Das Spiel muss ich wahrscheinlich nicht mehr erwähnen. Mit dabei immer noch Janis. Hallo. Ja. Ja. So langsam einige die Scheißbarren. Einigermaßen werde ich gesehen. Für welche Felge waren das jetzt? Das war. Soll ich die nehmen? Nee. Ja, die nehmen. Gibt's die auch ohne den scheiß Bobble? Bobble. Dich? Nee. Oh Janis, ich hab einen richtig geilen Pickup gefunden. Sag mal. Aber nicht auf dem Schrotti, oder? Aus einer Scheune. Soll ich mal zeigen? Zeig's mir gleich, wenn ich die währenddessen nicht die Reifen montiere, okay? Und dann mach's jetzt einfach schon. Guck mal. Den hab ich auch. Den hab ich vom Schrottplatz. Den müsste ich irgendwann zusammen bauen. Das könnte man als nächstes Community-Projekt machen, weil der ist leer. Können wir machen. Hat nichts gegen. Ich bin ein Troll, ich hab den Reifen abgezogen. Alter, und so. Wo ist Salzen? Also die nächsten drei Community-Projekte werden bei mir schon in Vorbereitung, ne? Bei mir eins hätte ich auch. Im Angebot, dann ein alter Busmoment und dann noch ein alter Chevrolet Cadillac. Aber ich denke, ich warte, bis ich den, bis ich diesen Pickup auf der Auktion habe, weil die Mühe will ich mir jetzt nicht machen, den komplett zerlegten neu zu machen. Wo ist keiner? Der dreht sich viel zu schnell beim Wuchten. Hier die Rennsammel schicke ich jetzt mal ins Parkhaus und dann hole ich mal meinen Pickup, dass wir mal den begutachten können. Das sind die 17 Zoll. Das
Der ist zu klein. Ach scheiße, der bleibt nicht drauf. Die richtige Reifengröße finden mache ich irgendwann anders. Ja. Wahrscheinlich werden es 20 Zoller sein, die da drauf gehören. So, dann gucken wir mal. Ach so, ihr wolltet ja vielleicht noch den Pickup sehen von mir. Den holen wir mal eben. Und reicht mir mal ein Felgen alles verkaufen. Ich glaube, ich habe das gute Lenkrad verkauft gerade eben. Ah ne, ich hab's doch, das gute Lenkrad. Ja! Ich hab schon Muskelkater gerade auf meinem Arm, weil ich die Säufe schön drück. Eine muss da sein. Die ist nicht alt tatsächlich, das ist eine neuere. Nee, das Ding ist ja auf der Tastatur. In der linken Hand habe ich den Muskelkater. Lol, ich konnte gerade ohne das Rad ab die Kontrolle abholen. Hast du die E-Mod an? Das mit dem Interagieren, dass du ohne Rad Sachen abbauen kannst, geht mit dem Mod. Was? Ding dong, ding dong. Aber wie weit geht's denn da noch? Ne? Ja, ich hab's Gefühl auch. Ich gucke, ob ich das alte Lenkrad da reinbauen kann. Ich hoffe.
kann das Geräusch langsam immer hören. Scheiße, es ist bei der Batterie. So, jetzt habe ich nur noch Felgen. Hans sitzt, der kann weg. So, jetzt gucken wir mal, ob die alten Lucifer anspringen will. Der braucht einen Kühler, Typ B. Hab ich. Gib her. Da kühlen. Wir haben ein Auto, wo du eigentlich auch einen Pool bauen könntest. Die Pickups, dann legst du hinten eine Plane rein, eine Piste. Du musst Wasser reinmachen und dann hast du einen schönen Pool. Weißt du, was mein Pep machen würde? Leaderbox, Plane rein, Wasser rein, fertig. Wer? Mein Pep. Ich habe den chilligsten Pep, den es überhaupt gibt. Hallo? Also der Verpflichtung ist auch Spaß. Was ist das? Bremsverstärker. Ganze Fetz ist halt besser, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Bremsen, die wenig gefüllt wird, die befüllte Seite ist. So, jetzt haben wir aber alles, oder? So, einfach da weg. So, das Ding. Weil der Öl braucht. Machen wir gleich drauf. Hier machen wir jetzt drauf. Der Öl rein. Ab wann merke ich eigentlich, wenn genug Öl in dem Motor ist? Wenn das Ding das Zeiger weg ist. Halt, Schloss, wenn es oben rausläuft, dann wissen wir, dass genug drin ist. Wie der Ölfallstab. Was? Ölfallstab? Ja, komm, Norris! Und jetzt gucken. Guck mal her! Da ist er, das Gelbe. Drücken. Jo! Bei dir ist es genau das Gegenteil wie bei mir. Guck mal bei mir. Ja, also normalerweise ist es so mittig, also in dem Geriffelten da, ne? Ja, ich weiß. Bei mir ist es halt ein bisschen weit oben, ne? Und vor allem Janis, du musst dir vorstellen, das Ding lief. Ohne Öl. Ja, doch. Bewegen. Warte mal, wie viel Öl ist in dir drin? Ne? Wir machen jetzt mal uns hier einen kleinen Ölcheck bei mir. Ich hab das Gefühl, überall wird zu viel drin sein. Ja, da. Kein Öl. Norris? Ja. Wagen Nummer 2. Mal gucken, was bei meinem Pickup ist. Wo ist denn der scheiß Ölmischer? Hallo? Lul, der hat keinen. Oder bin ich jetzt blind? Ach, da ist er. Bereit für die erste Fahrt. Ey, Loris! Ja? Ich hab auf den kein Öl gekippt. Lol. Ich hab nichts an Öl reingekippt. Janis,
viel Spaß bei dem Motor von deinem Pickup zum restaurieren. Achso, den Pickup wollte ich ja immer noch sehen, warte. Wir können mal gucken, ob der überhaupt angeht, der Wagen. Nicht Schrottplatz. Aktionshaus. Ah, da können wir mal schnell vorbeischnuppern. Können wir eben vorbeischnuppern, ob es da vielleicht diesen schönen alten Pickup gibt. Oh nee, das Ding habe ich doch schon. Was bist du denn? Was bist du denn für eine Quietsche? Meins! 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 Wir raffen nicht, dass es meins ist. Alter! Parkhaus. Hab ich den schon? Ist die gut? Ja. Ah! Das Fahrzeug 24.000, wir sind halt locker in 2 Minuten drüber. Was habe ich gesagt? Das sind drüber schon. Ich wette mit dir, wir kriegen das doch. Komm, lass bitte den alten Pickup, bitte. Was bist du denn? Das gucke ich mir jetzt an und den Bietern. Warum mache ich mir die Mühe eigentlich zu drücken? Ich lasse die bieten und dann drücke ich als letztes. Ist der schnell und gut? Ja. Eine 70.000 ist die Karre wert. Ja. Reicht auch, Alter, jetzt sind wir schon wieder über der Scheißkarre. Wir gehen locker bis 100.000 noch. Ab zur Werkstatt. Parkhaus, ich will noch gucken nach so einem Pickup. Ui, der ist getuned. Denkst du, den kann man gebrauchen? Nee, oder? Nee. Cadillac. Kann man nicht gebrauchen. Nee, ist ein Caddy. Ah nee, Chrysler. Ich dachte, es ist ein Chrysler. Da muss ich mich echt dran setzen. Oder wir gehen nochmal ins Dinghaus. Aber dann, Freunde, dann starten wir echt mal die alte Möhre. Kommt mal beim Händler vorbei, weil manchmal ist der König nicht drin. So, erstmal gehe ich zum
Parkhaus? Was ist Parkhaus? Grün. Ja. Oh Gott, wir. Sag mir mal eben bitte, wie der Pickup heißt. Ah, super. Aber ich glaube, das war der. Guck mal bitte schnell. Ich will den mal herholen. Ich will gucken, ob er läuft. Oder wir machen das einfach am Ende der Folge. So. Wir gucken dann noch eben zum Händler. Loris, ein alter Bekannter. Ich sag nur Auktion, kann ich hier den Ölmischstab rausholen? Schade. Was musst du? Kennt jemand von Rainbow? Da entsteht schon wieder mein Pickup. Hab ich mir gerade aufgebaut. So, jetzt starten wir die Möhre. So, Haube zu. Bewegen. Die Federung müssen erneut. Warte mal, die Federung müssen noch erneut. Ja, ein bisschen muss was erneut werden. Aber ansonsten geht die Karre. Sonst ist sie halt grün, ne? Weil ich habe halt bearbeitet die Karre. Jetzt guck mal eben, wie die, wie der heißt. Wie? Ah ja, okay, da. So, jetzt siehst du. Der Platz für die Reparaturannahme. Dann bewegen wir dich mal eben. Wenn ich jetzt die Kraft doch einfach ins Lackierhaus. Oder auf den Prüfstand. Hey, warte mal. Ah, warte, der Junge. Motorhaube auf. Damit ihr gesehen wird, dass was gearbeitet wird. Parkhaus. Miff. So, Achtung. Nicht erschrecken, Loris, okay? Also gut. Da ist das. Ich glaub, hier mal das Schweißgerät. Denkst du, die Mühle läuft? Meine Leute, ich lief sogar ohne Öl. Scheiße, ich bin. Och, nö. Warte mal. Den bringen wir nicht in Lackiererei, sondern dich bringen wir in die Lackiererei. Ich traue mich nicht, in den Inspektor-Modus bei der Karre zu gehen. Ich traue mich einfach nicht. Oha, Loris? Ja. Ich bin in dem Gucken, wie die Karre ist. Guck mal, da ist nichts gelb oder rot. Das heißt gut. Das Ding habe ich vom Schrottplatz. Das sieht beinahe aber noch halbwegs gut aus. So, aber um den soll es jetzt nicht gehen. Wir fahren jetzt eben mal Probe. Habe ich eine Batterie drin? Nein. Wir fehlen einfach noch zwei Kipphebel. Ersatzteile. Alles. Batterie. Wow. Oh, das Geräusch. Es ist einfach so aggressiv erregend, dieses Geräusch. Hin. Warte, ja. Bring das Ding hin, heute noch zum Laufen.
Und hier anschließen oder so ist nicht, oder was? So. Doris? Es kommt der große Moment. Ja. Was eben mir was minimieren so. Ich könnte ihn auswählen zum Fahren. Na, ich hab das alte Auto genommen. Ich hab den scheiß Sportwagen genommen. Janis? Ja? Ich sag mal so, Janis, die Karre läuft gleich wieder, ne? Der Pickup. Ja, meiner rollt so schon. Der kriegt einen Sitzer rein und Zündschlüssel wird gedreht. Der bleibt so rostig. Das ist geil. Hat was, finde ich. So, jetzt haben wir eine Teststrecke mit. So, und jetzt geht mein Bildchen noch aus. Shh. Wird doch nichts mit der Testfahrt. Ich habe die Zündkerze vergessen. Wie viele braucht der Kobel denn? 4 pro Seite. Och nö. 8 brauchen wir. Und das war's auch mit dieser Folge. Dafür ist heute, glaube ich, erstmal Schluss mit Folgen produzieren. Morgen geht's dann weiter. Ich danke euch sehr herzlich fürs Zuschauen. Schaut gerne noch auf Twitch vorbei, wenn ihr noch weiteres sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.